Ja, und wissen Sie davon Bescheid, dass die BRD eine GmbH ist? Nur? Also, das wissen Sie auch bestimmt. Das interessiert aber keinen Menschen. Da müssen Sie die USA überfallen und die liquidieren und dann können wir wieder weiterreden. Das Ding ist, ich wollte das schon machen, passiert nichts. Ich schicke alle Menschenrechtsverletzungen an das russische Militärgericht Moskau. Interessiert kein Mensch auf Ihre Arbeit. Interessiert kein Mensch. Das wird schon interessieren, weil es werden Nazi-Gesetze angefangen. Interessiert kein Mensch. Wenn Sie so weitermachen, laufen Sie vor, dass Sie echt in den Klapselappen. So, die Kommission 146, Staatsanwaltschaft-Info, hat festgestellt, dass Nazi-Gesetze angewendet werden. Interessiert kein Mensch. Das ist doch kein Mensch. Oder nicht, oder was ist das? Nein, das ist so. Da gibt es NATO-Verträge und fertig. NATO-Verträge? Ja, wir sind in der NATO, wir sind in der EU. Da müssen Sie mit der Merkel reden, dass Sie die EU-Verträge unterschrieben haben. Ja, es muss ja irgendwo eine Rechtsgrundlage geben. EU-Verträge brechen deutsches Recht. Das heißt, wenn irgendwie deutsches Recht ist, zählen immer, weil wir jetzt in der EU sind.